Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind bei den Online-Seminaren des IOM in München. Mein Name ist Michael Grünberger. Ich organisiere einerseits diese Online-Seminare mit, die ich als Direktor des Instituts hier mitverantworte. Heute bin ich aber nicht primär in meiner Funktion als Institutsdirektor hier, sondern primär in meinem Hauptamt, nämlich als Professor für Bürgerrecht, Wirtschaftsrecht und Technikrecht mit einer Spezialisierung im Immaterialgüterrecht und dort hauptsächlich im Urheberrecht an der Universität Bayreuth. Unser Thema heute wird sein, das UrDAG als Instrument des Interessenausgleichs. Wir werden jetzt über ein Gesetz sprechen, was letzte Woche vom Bundesrat verabschiedet wurde. Ich habe vorhin noch nachgeschaut. Der Bundespräsident hat es noch nicht unterschrieben und es ist noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Wir können aber damit rechnen, dass das innerhalb der nächsten Tage passieren wird, weil auch geplant wird, dass ein Teil dieses Gesetzes zum 7. Juni in Kraft treten wird. Das, worüber wir heute sprechen, wird mit einer bestimmten Verzögerung zum 1. August in Kraft treten. Worum geht es also in diesen Konstellationen hier? Zunächst eine kleine Betriebsanweisung. Diese Aufzeichnung, die veranstaltet, dient hauptsächlich der Verbreitung der Information über dieses Gesetz. Wir haben hier aber eine Live-Veranstaltung. Sie können sich also jederzeit melden. Und wie ich bereits gesagt habe, werde ich in dem Moment die Live-Aufzeichnung pausieren. Für diejenigen, die sich den Stream anschauen, wenn es also hier zu Unterschieden kommt, liegt es daran, dass ich hier die Live-Aufzeichnung pausiert habe und dann die Aufnahme wieder gestartet habe. Ich ermuntere Sie nachdrücklich, sich zu melden, wenn Sie Zweifel haben, wenn Sie Fragen haben und vor allen Dingen auch, wenn Sie Widerspruch haben. Das ist, glaube ich, das Zentrale im Rahmen eines wissenschaftlichen Austausches, hier über den Widerspruch zu sprechen. Das große Thema, über das wir unseren kleineren Ausschnitt hier verankern, ist in dieser sehr schwierigen Beziehung von Urheberrecht und Internet. Das ist etwas, was uns seit insgesamt 25 Jahren beschäftigt, vor allen Dingen in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren intensiv. Ich verweise nur auf das Recht der öffentlichen Wiedergabe und auf die Verlinkungsfälle, die viele von Ihnen vielleicht bekannt sind. Was möchte ich heute mit Ihnen hier machen in den nächsten gut circa 90 Minuten maximal 90 Minuten, für das wir hier eingeplant haben? Ich möchte ein bisschen was zu den Herausforderungen der Plattformökonomie sagen, weil wir ein bisschen rechtsökonomisches Grundlagenwissen brauchen, um überhaupt den Regelungszweck dieses UrDAG verstehen zu können. Wir brauchen dann, und auch das ist, glaube ich, für uns Juristinnen wichtig, wenn wir uns über Reformen und Novellierungen unterhalten, müssen wir einen kleinen Blick zurück wagen, um zu identifizieren, wo bestand denn vielleicht Regelungsbedarf? Was ist also hier der zentrale Aspekt, der hier zu dieser Neuregelung geführt hat? Wir schauen uns dann kurz den Artikel 17 DSM-Richtlinie an, der die unionsrechtliche Vorgabe dieses Umsetzungsgesetz bildet, weil dort auch ein paar Mythen sich herumranken, was Artikel 17 und den Inhalt von Artikel 17 betrifft. Und vielleicht möchte ich auch dazu beitragen, Ihnen mitzugeben, dass der Artikel 17 vielleicht weniger aussagt, als manche Stakeholder sich manchmal von Artikel 17 erwarten, jeweils in der einen oder anderen Richtung. Der Hauptpunkt wird dann tatsächlich dem UrDAG gelten. Das ist der vierte Punkt. Und dann am Ende möchte ich noch kurz auf etwas eingehen, was auch in der Veranstaltung des IOM, wo wir über die Novellierung gesprochen haben, am 3. Mai schon mal kurz aufgetaucht ist. Nämlich handelt es sich hier um einen nationalen Alleingang. Wie gehen wir mit internationalen und transnationalen Sachverhalten um? Das sind also die 5 Punkte auf meiner Agenda heute. Der vierte Punkt nimmt den größten Raum ein. Gehen wir zum ersten Punkt. Ein bisschen Plattformökonomie. Ich mache es hier wirklich ganz kurz, weil ich davon ausgehe, dass viele von Ihnen die Grundprobleme kennen. Aber wenn Sie sich solche Online-Sharing-Plattformen vorstellen, wie es YouTube ist oder wie es Facebook ist oder wie es Twitter ist, wie es TikTok ist, wie es Instagram ist, dann haben wir hier eine besondere Konstellation, dass wir hier eine ganze Reihe von Usern haben, die sowohl reine User sind, häufig auch Teilkreative sind, Inhalte selbst produzieren mit, und das ist das Zentrale, mit vorgefertigtem Material. Wir haben also hier ein Ökosystem, digitales Plattform. Dieses Ökosystem, digitale Plattform, funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise deshalb so wahnsinnig gut, weil wir Nutzerinnen haben, die auf Inhalte zugreifen können,
entweder rein sie nutzen können oder sie adaptiv aufgreifen können, die bereits in einem anderen Ökosystem geschaffen worden sind. Und um diese Abstimmung dieser beiden Ökosysteme, das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe von Artikel 17 der Richtlinie und dem URDAG. Zwei Beispiele, um klarzumachen, worüber ich spreche. Ich habe ganz bewusst diese beiden Beispiele gewählt. Links einmal YouTube. Es ging hier um einen Song, Zwei kleine Italiener von Conny Fröbes, die beim Eurovision Song Contest, der damals noch ganz anders hieß, 1962 dabei war. Hier wird nämlich gerade ein Verfahren geführt, wo Google Beklagter ist und wir erwarten im Juni die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs dazu. Genauso wie im Fall, Upload. Das ist ein Share-Hosting-Provider, wo Sie eine ganze Reihe von Daten hochladen können und dann einfache Verlinkungsmöglichkeiten bekommen, um diese Daten um Zugang zu diesen Daten möglichst breit zu streuen. Und auf diesen Plattformen, wie gerade Share-Hosting-Plattformen wie Uploaded und anderen, finden sich sehr häufig auch Inhalte, die rechtswidrig hochgeladen worden sind. Und jetzt stellt sich die Frage, in welchen Konstellationen findet hier eine Haftung nicht der Nutzer, die hochladen? Die ist völlig unstreitig. § 19a Urheberrechtsgesetz. Das ist völlig klar. Sondern vor allen Dingen der Plattformbetreiberstaat. Das zweite Beispiel, über das ich heute sprechen werde, das hatte ich schon erwähnt, sind soziale Netzwerke. Die werden sehr häufig in Deutschland in der Debatte außen vor gelassen. Es ist Facebook außerordentlich gut gelungen, in dieser Debatte sozusagen fast unsichtbar zu bleiben. Google ist aus Sicht vieler der Buhmann. Google ist auch jemand, die sich der Diskussion stellt und aktiv einbringen, während Facebook nicht nur in dieser, sondern auch in anderen Debatten es immer geschafft hat, außen vor zu bleiben. Und wenn diese Regelung ein Gutes hat, dann ist es jedenfalls das, dass jetzt auch Facebook hier in die Verantwortung gezogen werden muss. Wir haben aber auch noch andere soziale Netzwerke, auf die das ebenfalls hier zutrifft. Darum geht es also. Es geht um diese Formen von Content-Hostern, die hier Nutzern die Möglichkeit bieten, Inhalte hochzuladen, die dann auch von anderen Plattformnutzern geteilt werden können. Wie funktionieren solche Plattformen? Und auch das mache ich an der Stelle sehr kurz. Wir haben hier eine ausgefeilte Plattformökonomie, die sich ungefähr seit 20 Jahren intensiv mit elektronischen Plattformen beschäftigt. Und ich fasse das hier sehr kurz und in der Kürze auch ein bisschen verkürzend zusammen. Plattformen sind zweiseitige Märkte. Das ist das Spannende daran. Wir haben diese Content-Sharing-Plattformen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, die in einem Verhältnis mit den Nutzern stehen. Dieses Verhältnis ist, das ist mittlerweile ebenfalls durch eine europäische Richtlinie geklärt, eine Richtlinie, die zum 01.01.2022 umgesetzt werden muss im deutsches Recht, die ins BGB umgesetzt wird, 327 folgende BGB, wie das Verhältnis zwischen YouTube, Facebook, TikTok und den jeweiligen Nutzerinnen ist ein Vertrag über digitale Dienstleistungen. Das ist also ein Vertragsverhältnis, was wir haben. Und wenn die Leistung der Plattform den Nutzern auch unentgeltlich bereitgestellt wird, so wissen wir doch alle, dass die Plattform im Gegenzug dazu weitreichenden Zugriff auf Nutzerdaten bekommt. Also das Verhältnis Content-Sharing-Plattform-Nutzer ist eins vom Vertragsrecht geregeltes Verhältnis. Und dann haben wir ein Verhältnis zwischen Werbetreibern und Plattformen, die ebenfalls vertragsrechtlich geregelt ist, wo aber hier die Werbetreibenden für die Möglichkeit, dort Werbung zu schalten, der Plattform ein Entgelt bezahlen. Das sind also die zwei Seiten eines Marktes, die Plattform in der Mitte. Und wir haben hier auf der einen Seite Werbetreiber und auf der anderen Seite die Nutzer. Und hier entstehen direkte Netzwerkeffekte. Je mehr Nutzer Sie auf einer Plattform haben, desto interessanter wird es für neue Nutzer, auf diese Plattform zu kommen und desto höher sind die Opportunitätskosten für einen Wechsel zu einer anderen Plattform. Das alles haben Sie in jüngster Zeit mitbekommen mit den WhatsApp-Datenschutzbedingungen, die hier umstritten sind. Sie kennen die Hamburger Datenschutzbeauftragte, der hat hier das erstmal gestoppt nach Maßgabe der DSGVO. Dass es sehr schwierig ist, aus dem Kurznachrichtendienst zu wechseln, weil WhatsApp hier hohe direkte Netzwerkeffekte hat. Gerade in Europa ist fast jeder, der ein Smartphone hat, auf WhatsApp. Wir haben ebenfalls direkte Netzwerkeffekte auf Werbetreibenden. Wenn eine Plattform für eine hohe Anzahl von Werbetreibenden attraktiv ist, dann expandiert sie auch in weitere. Das zeigt, dass die Plattform stark ist
Und deshalb mehr Werbetreibende ziehen neue Werbetreibende um und führen auch dazu, dass die bislang schon auf dieser Plattform tätigen Werbetreibenden hohe Wechselkosten hatten. Es gibt also weniger Möglichkeiten auszuweichen. Und dann gibt es noch, und das macht die Plattformökonomie sehr interessant, indirekte Netzwerkeffekte, Cross-Site-Effects. Nämlich, je mehr Nutzer ich habe, desto attraktiver werde ich sogar für die Gegenseite. Je attraktiver ich für die Gegenseite werde, desto mehr kann ich investieren in Infrastruktur, um die Nutzerbasis zu erhöhen. Ich habe also gerade diese indirekten Netzwerkeffekte, die diese Plattformökonomik so spannend macht. Nutzer engagieren sich auf Plattformen in vielerlei Hinsicht. Eine der wesentlichen Formen, wie sich Nutzer auf Plattformen engagieren, ist, dass sie entweder fremde Inhalte teilen oder selbst geschaffene Inhalte mit Nutzung von Fremdinhalten teilen. Und an dieser Stelle kommt das Urheberrecht ins Spiel. An dieser Stelle kommt das Urheberrecht ins Spiel, wenn nämlich solche fremden Inhalte oder eigene Inhalte mit fremden Inhalten, ich nenne die jetzt sehr vereinfacht User-Generated Content, wenn die hochgeladen werden vom Nutzer, von der Nutzerin zur Plattform, stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten haben Rechteinhaber? Möglichkeit eins ist, man möchte natürlich gegen die Plattform vorgehen. Rechtsökonomisch gesehen ist das auch sinnvoll, weil Plattformen cheapest cost avoider sind. Ich kann gegen die Plattform vorgehen und dadurch sicherstellen, dass es nicht zu einer Distribution von urheberrechtlich geschützten Inhalten gegen den Willen der Rechteinhaber kommt. Ich kann, das ist völlig unproblematisch, ich kann natürlich gegen die Nutzer vorgehen. Die Nutzer verletzen auf jeden Fall das Ausschließlichkeitsrecht nach § 19a, nach § 78 Absatz 1 Nummer 1, 85 und 87 und vielleicht die wichtigsten Ausschließlichkeitsrechte auch der Leistungsschutzberechtigten zu nennen. Aber ich habe zwei Probleme. Der einzelne Nutzer, den einzelnen Nutzer herauszufinden, ist sehr transaktionskostenintensiv. Vor allen Dingen muss ich dann sozusagen auch wissen, wer das hochgeladen hat. Und die jüngere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs macht es nicht unbedingt einfacher, hier das Enforcement direkt gegenüber dem Nutzer durchzusetzen. Also zentral ist tatsächlich hier die Plattform. Die ist hier diejenige, die hier zentral in Anspruch genommen werden sollte. Und jetzt kommt eine Theorie, die im Rahmen der DSM-Richtlinie sehr häufig propagiert wurde, die manchmal auch vielleicht etwas überzeichnet wurde, aber wo ein relevanter Kern ist. Stellen Sie sich einfach konkret vor YouTube. Playlists auf YouTube. Wenn Sie mit Personen sprechen, die unter 30 sind, vor allen Dingen mit Leuten, die unter 20 sind oder 25, die holen sich ihren Musikgenuss von YouTube-Playlists. Auf der anderen Seite habe ich Distributionsplattformen wie beispielsweise Apple Music, Spotify oder noch andere. Die begehen selbst eine öffentliche Zugänglichmachung. Die müssen also auf jeden Fall, um ihr Dienstangebot aufrechterhalten, die bedürfen auf jeden Fall einer Lizenz der Rechteinhaber, sowohl der Urheber wie der Leistungsschutzberechtigten. Das ist völlig klar. Sie müssen also hier Entgelt aufwenden, um hier den Content zu verbreiten. Während andere User-Plattformen, die vor allen Dingen mit fremdem Content oder User-Generated Content arbeiten, hier nach traditioneller Auffassung, diese traditionelle Auffassung werden wir sehen, ist schon ins Wanken geraten, aber nach traditioneller Auffassung allenfalls Störer waren, nicht allerdings selbst unmittelbar Verletzende. Und daraus lässt sich ein ökonomischer Fall für ein sogenanntes Value Gap abweisen. Die zentrale Frage also ist, wer ist urheberrechtlich für diese Verwertungsvorgänge auf der Plattform voll verantwortlich? Nur die jeweiligen Nutzer oder auch die Plattformbetreiberin? Und da hat der Europäische Gerichtshof im Pirate Bay bereits entschieden, was YouTube und Uploaded betrifft, werden wir demnächst eine Entscheidung bekommen. Und für soziale Netzwerke haben wir jedenfalls Entscheidungen, was Persönlichkeitsrechte betrifft, aber nicht, was urheberrechtliche Kontexte betrifft. Die zentrale Aufgabe des Unionsurheberrechts, dies nach wie vor sicherzustellen. Ich glaube, hier habe ich das Paper genommen, das die Kommission damals, mit dem die Kommission den Richtlinienvorschlag vorgestellt hat. Aber auch unabhängig davon ist das eine sehr
passende Zusammenfassung. Zentrale Aufgabe des unionalen Urheberrechts ist es sicherzustellen, dass die Marktteilnehmer, die selbst Werte schaffen oder investieren, dass andere die Werte schaffen, dass die Möglichkeit haben, diese Investitionen am Markt auch wieder reinzuholen. Dass es also dadurch zu einer angemessenen Vergütung für Online-Nutzungsvorgänge kommt. Das ist als solches nicht ganz neu und auch relativ verständlich. Aus der Perspektive des Urheberrechts ist allerdings ganz zentral, wer hier die öffentliche Wiedergabe vornimmt. Das ist die zentrale Weichenstellung nach dem geltenden Recht. Von dieser Abgrenzung hängt nämlich ab, wer urheberrechtlich voll verantwortlich und eben bei einer Nutzungshandlung, die ohne Erlaubnis erfolgt, auf Schadensersatz verantwortlich ist oder wer das nicht ist. Und um dieses Problem zu erkennen und zu sehen, dass diese Frage jedenfalls unklar war im alten Recht. Da gibt es unterschiedliche Positionen, aber wenn man das aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachtet, dann muss man sagen, also geklärt war das nicht. Und geklärt wird das allenfalls sein, vielleicht im Juni mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Zweiter Punkt, ein kurzer Blick zurück. Ein kurzer Blick zurück. Wie war die Plattformhaftung denn bis zum 6.7.? Also wie ist sie aktuell? Was ist die Lex Lata? Wir haben hier, und das muss ich sehr kurz machen, weil das sozusagen nur ein Ausblick ist. Ich gehe aber davon aus, dass hoffe, dass viele von Ihnen sich mit den Grundzügen vertraut sind. Wir haben natürlich hier den Artikel 3 der Infosoc-Richtlinie als zentralen Punkt, das Recht der öffentlichen Wiedergabe für die Urheber und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und nur das für die Leistungsschutzberechtigten. Das ist die zentrale Frage und die Frage ist, wer ist hier derjenige, der hier die öffentliche Wiedergabe vornimmt? Der Europäische Gerichtshof hat dieses Konzept expandiert, das werden wir gleich sehen. Aber derjenige, der nicht öffentlich wiedergibt, beziehungsweise für die Leistungsschutzberechtigten das viel, viel engere Recht der öffentlichen Zugänglichmachung verletzt, der haftet grundsätzlich nicht unmittelbar aus Unionsrecht. Für diejenigen kommt für diese Personen, die also selbst nicht wiedergeben, kommt lediglich eine Intermediärshaftung in Betracht, die unionsrechtlich zweifach abgesichert ist, einmal in der Infosoc-Richtlinie und einmal noch zusätzlich in der Enforcement-Richtlinie. Und hier haben wir eine Pflicht der Akteure, die einen Beitrag dazu leisten, dass solcher Content rechtswidrig zugänglich gemacht wird, hier diese Akteure müssen alles ihnen Zumutbare tun, um hier diese Rechtsverletzung zu unterbinden. Was zumutbar ist, hängt allerdings wiederum von der E-Commerce-Richtlinie ab, vor allen Dingen von der spezifischen Haftungsprivilegierung des neutralen Host-Providers. Wenn diese Intermediär unter die Haftungsprivilegierung des Host-Providers fällt, dann reduziert sich das Pflichtenprogramm radikal. Im Kern auf Notice und Takedown. Was wir auf jeden Fall nicht haben, ist eine Schadensersatzhaftung in diesem Bereich. Das ist der Grundsatz unionsrechtlicher Art. Schauen wir uns ein bisschen was an. Wenn wir die Haftung wollen, müssen wir in den Artikel 3 reingehen. Das ist das Prüfungsschema des Europäischen Gerichtshofs für das Recht der öffentlichen Wiedergabe. Das hat der Europäische Gerichtshof im Kern. Die Begrifflichkeit ist manchmal ein bisschen abweichend, aber im Kern zwei Elemente, Handlung der Wiedergabe und Öffentlichkeit der Wiedergabe. Und jedes dieser zwei Elemente hat zwei Unterelemente. Und das zentrale Moment ist hier, wer nimmt die Handlung der Wiedergabe bei der Plattform vor? Ist es nur die Nutzerin oder ist es auch die Plattformbetreiberin? Entscheidendes Kriterium ist also, wer gewährt in voller Kenntnis der Sachlage Dritten den Zugang zu den geschützten Gegenständen. Wer übt hier die zentrale Rolle aus? Das ist das dogmatische Tatbestandsmerkmal, das hier relevant sein kann bei Plattformhaftung. Wenn man sich das noch ein bisschen anschaut, ich habe das hier auf diesen Folien, die Folien werde ich übrigens das nur bei für die Teilnehmer hier passformgeschützt bereitgestellt werden. Sie bekommen dann von einem Link von uns, wo Sie sich die Folien runterladen können. Entscheidend ist also, dass der Nutzer oder die Nutzerin dem Dritten einen unmittelbaren oder mittelbaren Zugang zum Werk verschafft und ohne Handlung dieses Nutzers gäbe es diesen Zugang nicht. Und das ist das Zentrale. Die Nutzerin muss in voller Kenntnis der Folgen des Verhaltens absichtlich und gezielt tätig werden.
Und die bloße Bereitstellung von Empfangsgeräten reicht nicht aus. So viel wissen wir. Die Öffentlichkeit ist hier kein Problem, damit können wir arbeiten. So, das ist das Kriterium, mit dem die Lex Lata arbeiten muss. Und der Europäische Gerichtshof hat uns in der Pirate Bay-Entscheidung, zumindest was den ersten Punkt betrifft, volle Kenntnis, zentrale Rolle weitergeholfen. Aber hier hatten wir es mit einem Geschäftsmodell zu tun, das ganz ausdrücklich nach eigener Markenbotschaft auf rechtsverletzende Handlungen ausgelegt war. Also wir haben einen Extremfall zu beurteilen gehabt. Und in diesem Extremfall hat der Europäische Gerichtshof gesagt, in diesem Fall ist der Pirate Bay, auch wenn sie als Plattform lediglich Links bereitstellt zu BitTorrent-Files, übernimmt sie die zentrale Rolle. Ohne diese Tätigkeit könnte das alles nicht passieren. Entscheidend ist allerdings, und das muss einem ganz klar sein, das ist ein Fall, wo das Geschäftsmodell nicht nur es in Kauf genommen hat, und nicht nur erheblich in Kauf genommen hat, sondern wo das ganze Geschäftsmodell darauf angelegt war, auf Zugänge zu schaffen zu rechtsverletzenden BitTorrent-Dateien. In dem Fall hat der Europäische Gerichtshof gesagt, halte ich die Plattformbetreiberin für urheberrechtlich voll verantwortlich. Das sagt nichts aus über gemischte Geschäftsmodelle. Daraus können wir nichts ableiten. Das Einzige, was wir ableiten können, ist, dass der Europäische Gerichtshof bereit war, bei Geschäftsmodellen, deren Hauptzweck oder ganz überwiegender Zweck darin besteht, rechtsverletzende Benutzungshandlungen zu ermöglichen, dass wir die darunter fassen können. Aber in unserem Fall YouTube und auch bei der Sharehosting-Plattform ist das alles offen. Deshalb hat der Bundesgerichtshof schon 2018 diese Fragen vorgelegt und genau in dem YouTube-Fall vorgelegt. Der Bundesgerichtshof möchte hier differenzieren, was das Recht der öffentlichen Wiedergabe betrifft und sagt, so jemand wie YouTube gibt selbst nicht öffentlich wieder, während bei Sharehosting-Plattformen, wenn wir da ein erhebliches Risiko geneigtes strukturelles Verletzungspotenzial haben, da könnten wir möglicherweise die Prinzipien der Pirate Bay-Entscheidung anwenden. Aber YouTube wäre es jedenfalls nicht. Das heißt, keine unmittelbare Haftung für YouTube aus einer Urheberrechtsverletzung. Kriegt man solche Sharing-Plattformen aus der Intermediärshaftung hin? Kriegt man da eine Verantwortung gerichtet auf Schadensersatz hin? Mittäterschaft scheidet aus, Gehilfenhaftung scheidet jedenfalls nach traditioneller Auffassung auf, weil Google als Betreiberin von YouTube keine konkrete positive Kenntnis der konkreten rechtsverletzenden Zugänglichmachung einzelner Nutzer haben. Also die klassische Dogmatik hilft dir nicht weiter. Was man tun könnte, ist, man könnte sich überlegen, die klassische Dogmatik des deutschen Deliktsrechts aufzubrechen. Das hat der Bundesgerichtshof hier vorgeschlagen, ob man die aufbrechen muss. Der Generalanwalt sieht das hier anders. Welche Probleme haben wir? Wir haben einmal die Unsicherheit über den Wiedergabebegriff und wir kriegen möglicherweise die klassischen Plattformen, die relevant sind, die gerade in der Plattformökonomik relevant sind, die kriegen wir mit dem Wiedergabebegriff wahrscheinlich nicht erfasst unter Artikel 3 der InfoSoc-Richtlinie. Wir kriegen sie überhaupt nicht erfasst für Leistungsschutzrechtsinhaber. Also alle Leistungsschutzrechte sind total draußen. Die ganze Expansion, die ich Ihnen beschrieben habe, funktioniert nur beim Urheberrecht durch den Begriff der öffentlichen Wiedergabe. Leistungsschutzrechtsinhaber sind sowieso draußen. Also für die ist es ganz klar, für die hilft das alles nichts. Wenn überhaupt nur für Urheberrechte. Wir müssen überlegen, nach wie vor unklar, wie weit reicht die Haftungsprivilegierung von Host-Providern. Wir haben unterschiedliche Verantwortlichkeiten im nationalen Recht. Und letztendlich können wir dieses Value-Gap damit nicht sinnvoll adressieren. Das ist die Konstellation. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das zu ändern. Eine Möglichkeit ist zu sagen, und die hat sich auch im Schriftum schon vorgestellt, wenn Sie im Schricker beispielsweise lesen, was mein Kollege Matthias Leistner schreibt, der hat gesagt, wir gehen jetzt her und wir machen das, was der Europäische Gerichtshof in der Pirate Bay und noch in zwei anderen Fällen gemacht hat, GS Media und dieser eine Fall, wo es um dieses Filmspieler, GS Media und Filmspieler-Fall, wir gehen her und machen jetzt genauso wie im Patentrecht, eine verkehrspflichtbasierte Nebentäterschaft und füllen das neues Instrument. Das kann man so machen. Das ist ein Vorschlag aus der Literatur, der mutig ist, der kreativ ist.
der aber auf hölzernen Beinen steht. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie sieht das unionsrechtlich aus? Und der Generalanwalt hat in dem Vorlageverfahren zu YouTube und Siando ist die Betreiberin von Uploaded, hat hier sehr, sehr kritische Schlussanträge vorgelegt. Wir werden im Juni mehr wissen, weil am 22. Juni der Europäische Gerichtshof dazu Stellung nimmt. Wir werden also dann wissen, wie die Rechtslage noch zu lösen ist für alle Altfälle. Ich würde hier... Das ist immer schwierig, wenn man Prognosen wagt, aber ich glaube, ich wäre hier vorsichtig und würde glaube, es würde mich wundern, wenn der Europäische Gerichtshof eine unmittelbare urheberrechtliche Verantwortlichkeit für solche Plattformen wie YouTube auch für die Vergangenheit statuieren würde. Das würde mich mit Blick auf die Neuregelung sehr überraschen, aber man weiß nicht, der Europäische Gerichtshof ist manchmal für Überraschungen gut. Das alles betrifft jedenfalls die Altfälle. Was für uns jetzt interessant wird, und das ist der dritte Punkt, auf den ich kommen werde, ist, was sagt uns Artikel 17 der DSM-Richtlinie? Was sind also die unionsrechtlichen Vorgaben, die im UrDAG umgesetzt werden müssen? Auch das mache ich relativ kurz, einen kurzen Überblick über Artikel 17 der DSM-Richtlinie. Und vor allen Dingen auch, Sie sehen das dann auf der, glaube ich, dritten Folie dann, auch die Probleme, die der Artikel 17 hat, die man berücksichtigen muss. Erstens, der Artikel 17 ist nur für eine ganz bestimmte Kategorie von Online-Plattformen geeignet und anwendbar. Es handelt sich um sogenannte Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten. Und wir haben eine Legaldefinition. Und die ich Ihnen vorhin genannt habe, YouTube-Sharing-Plattformen, diese Konstellationen, sozialen Netzwerke, fallen darunter. Der deutsche Gesetzgeber geht davon aus, dass es in Deutschland circa wahrscheinlich 10 Unternehmen sind, die von dieser Norm erfasst werden. Was nicht erfasst wird, sind beispielsweise Suchmaschinen oder Wikipedia. Das alles fällt nicht darunter. Auch die Bildersuchmaschine von Google fällt alles nicht darunter. Das alles ist kein Regelungsgegenstand dieser neu geregelten Plattformverantwortlichkeit. Was ist die zentrale Funktion? Und allein die ist schon umstritten. Aber ich glaube, dass man mit Blick von dem, was ich Ihnen vorher erklärt habe, ist die zentrale Funktion des Artikels 17 die Verantwortlichkeit nach Artikel 3 für die Urheber und Artikel 3 Absatz 2 für die Leistungsschutzrechtsinhaber auf die Plattforminhaber zu erstrecken. Es ist also letztlich gesehen eine Fiktion. Es wird fingiert, dass der Plattforminhaber öffentlich wiedergibt bzw. eine öffentliche Zugänglichmachung erstreckt. Ein rein mittelbarer Tatbeitrag im Vorfeld, Bereitstellung der Infrastruktur, Bereitstellung von Katalogisierung, Bereitstellung von Indexierung, Bereitstellung der Werbung, das sind alles Vorfeld- und Unterstützungshandlungen. Die werden jetzt durch gesetzliche Anordnung zur urheberrechtsverletzenden Handlung. Das kann der Gesetzgeber machen. Im Patentgesetz hat das ja auch gemacht, § 10 Patentgesetz. Der Gesetzgeber kann also bestimmte Vorfeldhandlungen, bestimmte Beihilfehandlungen zur relevanten Rechtsverletzung ausgestalten. Und das, glaube ich, ist aus meiner Sicht das beste Verständnis des Artikels 3, des Artikels 17, dass wir hierher gehen und diese Zweifelsfrage lösen und sagen, ja, Online-Inhalte-Diensteanbieter sind jetzt selbst nach Artikel 3.1 beziehungsweise bei Leistungsschutzrechten nach Artikel 3.2 verantwortlich. Urheberrechtlich voll verantwortlich, wenn also ohne Erlaubnis Inhalt öffentlich zugänglich gemacht wird, dann verletzen Sie das Ausschließlichkeitsrecht. Wir haben die zweite klare Regelung. Wir beseitigen den zweifelhaften Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie. Wir müssen uns nicht mehr damit fragen, ist das ein neutraler Plattformanbieter? Es ist kein neutraler Plattformanbieter, sondern wir haben eine positive Regelung. Die allgemeine Haftungsprivilegierung der E-Commerce-Richtlinie gilt nicht. Wohl aber die allgemeine Regelung, dass keine allgemeinen Überwachungspflichten vorhanden sein dürfen. Das wird noch zum Problem führen. Was haben wir also als Folge? Und das ist etwas, was die DSM-Richtlinie klar statuiert. Im UrDAG fehlt diese klare Regelung ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Die klare Regelung ist, der Plattformanbieter benötigt
grundsätzlich die Erlaubnis der Rechteinhaber, damit urheberrechtlich geschützter Content auf der Plattform zugänglich gemacht werden kann. Keine Erlaubnis braucht der Plattforminhaber allerdings, wenn dieser Content unter eine urheberrechtliche Schranke fällt. Und dann sieht die Richtlinie bestimmte Schranken zwingend vor. Das muss man also bedenken. Grundsätzliche Erlaubnispflicht, keine Erlaubnispflicht, wenn das Nutzerverhalten von der gesetzlichen Schrankenregelung erfasst ist. Wenn ich jetzt eine vertragliche Erlaubnis habe oder wenn das Verhalten des Nutzers unter eine gesetzliche Schrankenregelung fällt, dann haftet die Plattformbetreiberin nicht. Sie greift dann nicht rechtswidrig in das Recht der öffentlichen Wiedergabe / Zugänglichmachung ein. Und bei einer vertraglichen Nutzung geht die Richtlinie implizit davon aus, das URDAG regelt es ausdrücklich, und bei einer gesetzlichen Nutzung folgt es aus dem System, dass die öffentliche Zugänglichmachung der Nutzer ebenfalls erlaubt ist. Was ist die Rechtsfolge, wenn jetzt ohne Erlaubnis zugänglich gemacht wird? Und jetzt ist es interessant, im Unterschied zur klassischen Urheberrechtsverletzung, wo aus dem Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht automatisch kein Eingriff von Schranken folgt automatisch die Rechtsfolge 97 Urheberrechtsgesetz. So ist das hier nicht. Wir haben eine weitere Prüfungsstufe. Wenn ohne Erlaubnis der Rechteinhaber Content zugänglich gemacht wird, ist die Plattform dafür, obwohl ein Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht vorliegt, nur dann verantwortlich, wenn sie hier bestimmte Pflichten nicht erfüllt hat. Wir haben also hier eine Haftung nach Verkehrspflichten. Das ist etwas, was wir aus dem allgemeinen Deliktsrecht kennen. Paragraph 823, die Verkehrspflichtendogmatik, die Konstruktion kennen wir. Und genau das ist das Konzept der Richtlinie. Die Haftung des Plattformanbieters wird nach Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen ausdrücklich angeordnet, in Artikel 17 Absatz 5 beschränkt. Und der Plattformanbieter haftet nicht, wenn drei kumulative Voraussetzungen vorliegen. Die alle drei müssen vorliegen. Das sind nichts anderes als drei Verkehrspflichten. Verkehrspflicht Nummer 1, Best Efforts, um eine Lizenz zu bekommen. Das heißt nicht, dass man sie haben muss, sondern es heißt Best Efforts, sie zu bekommen. Das folgt unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und das folgt zwingenderweise auch unter Berücksichtigung von ökonomischen Transaktionskosten. Die werden nämlich juristisch im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz abgebildet. Das ist Voraussetzung 1. Da spielen natürlich Verwertungsgesellschaften eine Rolle und es spielen natürlich kollektive Lizenzen eine Rolle. Da gehe ich nicht näher darauf ein. Voraussetzung 2. Die Plattformanbieterin muss alle Anstrengungen unternehmen, auch hier wieder zumutbare Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Schutzgegenstände schon gar nicht auf der Plattform zugänglich gemacht werden können. Sie muss sich hier um die, Zitat, hohen branchenüblichen Standards für die berufliche Sorgfalt kümmern. Das ist nichts anderes als die Upload-Filter oder Filtertechnologien. Upload-Filter sind immer so negativ konnotiert, aber wir brauchen, um dieses System handhabbar zu machen, brauchen wir Filtertechnologien. Wenn es also Filtertechnologien gibt, die im Markt eingesetzt werden, muss man die auch nutzen. Das folgt aus der zweiten Voraussetzung. Aber ganz wichtig, die Rechteinhaber müssen hier Informationen bereitstellen. Ja? Die können sich nicht zurücklehnen und sagen, ich mache jetzt gar nichts. Diese Zeiten sind vorbei. Also das muss auch ganz klar sein, die Rechteinhaber trifft sowohl was die Lizenzierung betrifft und sowohl was die Sperren betrifft, aktive Handlungslasten. Und die dritte kumulative Pflicht ist, dass man, wenn es unter Beachtung der beiden ersten Pflichten es trotzdem zu Content kommt, der hochgeladen wird und der rechtswidrig hochgeladen wird, muss dieser Content nach einem Hinweis des Rechteinhabers, Sie sehen wiederum, tätig werden der Rechteinhaber, nach einem Hinweis der Rechteinhaber muss hier dieser Content heruntergenommen werden und muss sichergestellt werden, dass dieser Content unten bleibt und auch nicht nochmal hochgeladen wird von anderen Nutzerinnen. Also Notice, Takedown und Staydown. Ja? Das haben wir hier da. Ob wir manuelle Nachkontrollen haben oder nicht, im Artikel 17 ist umstritten. Es gibt gute Gründe aus
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu folgern, dass es möglicherweise, dass es solche manuellen Nachkontrollen unverhältnismäßig sein dürften, dass das nicht erforderlich ist. Da fehlt uns konkrete Rechtsprechung, aber ich glaube, dass wir tatsächlich keine manuellen Nachkontrollen verlangen können. Wir haben in der Richtlinie ein Start-up-Privileg, dass Start-ups hier geringere Verhaltensanforderungen treffen. Die müssen also die Verkehrspflichten nicht in derselben Art und Weise erfüllen. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Wichtig auch, nach wie vor, und daran hält die Richtlinie fest, keine allgemeine Überwachungspflicht. Sie müssen also vor allen Dingen diese Filtertechnologien, die dürfen nicht zu einer allgemeinen Überwachungstechnologie umfunktioniert werden. Und da sehen Sie schon Spannungsverhältnisse drin. Ja? Sie können also nur das filtern als Plattformbetreiberin, was Ihnen vorher vom Rechteinhaber als Daten identifiziert worden sind. Was Sie nicht tun können, ist einen allgemeinen Filter drüber zu legen. Das verstößt nach wie vor gegen Artikel 15 der E-Commerce-Richtlinie. Der wird im Digital Services Act möglicherweise modifiziert werden. Aber wir haben hier jedenfalls eine klare Vorgabe im Artikel 17 Absatz 8 der DSM-Richtlinie und die bleibt. Meine Damen und Herren, kurz zu den Rechtsschutzmöglichkeiten. Wie können sich die Beteiligten, wir haben ja mindestens drei Personen, die Plattformanbieter, die Rechteinhaber, Nutzerinnen, ein Drei-Personen-Verhältnis, wie können sich die hier ihren Rechtsschutz schützen? Rechteinhaber gegen die Plattform. Die können natürlich ganz klar unionsrechtlich aus der Enforcement-Richtlinie vorgehen. Und im deutschen Recht ist es ein Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch nach § 97 Absatz 1 Satz 2. Völlig klar, das ist genau der Kern des ganzen Systems. Dann sieht die Richtlinie ein Beschwerdeverfahren vor, was relativ kompliziert ist, auf das ich dann gleich noch bei der Umsetzung eingehen werde. Die Richtlinie sieht also ein für die Plattformanbieter zwingendes Beschwerdeverfahren vor, dass, an dem die Nutzer und die Rechteinhaber teilnehmen können, wenn sie das wollen. Die DSM-Richtlinie klärt zwei Fragen nicht. Besteht eine Möglichkeit, dass die Nutzer gegen die Plattform vorgehen kann? Das wird von der DSM-Richtlinie offen gelassen. Und besteht eine Möglichkeit, dass sich die Plattformanbieter gegen unberechtigte Notice- und Sperrverlangen von Rechteinhabern zur Wehr setzen? Auch das das gibt es auch. Es gibt Rechteinhaber, die Rechte geltend machen, die nicht ihre sind oder die bereits gemeinfrei geworden sind. Besteht also hier Rechtsschutz? Dazu sagt die DSM-Richtlinie nichts. Das ist also weiterhin teilweise dem nationalen Recht überlassen. Hier könnte man in Deutschland, wir werden aber gleich sehen, dass wir eine Spezialregelung haben, in Deutschland könnte man das Recht des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs denken. Und was die Nutzer betrifft, die Nutzer haben aus der digitalen Inhalte-Richtlinie einen Anspruch gegen die Plattformbetreiber, dass die Plattformbetreiber ihren Vertragspflichten aus dem Vertrag zur Bereitstellung digitaler Dienstleistungen nachkommen. Und wenn der Content, der hochgeladen wird, urheberrechtlich erlaubt ist, dann hat die Plattform keinen Grund, diesen Content zu sperren. Dann begeht sie eine Vertragsverletzung. Wir haben also individuellen Vertragsrechtsschutz, der hier möglich ist. Aber wer macht das schon, wenn YouTube einen das Video sperrt, dass man YouTube verklagt, beziehungsweise Google? Das ist vielleicht nicht der effizienteste Rechtsschutz. So viel das System des Artikel 17. Und jetzt gibt es die Probleme des Artikel 17. Es gibt nämlich ein Problem, weil Polen interessanterweise als Hort der Grundrechtskonformität und der Rechtsstaatlichkeit, aber Polen hat eine Nichtigkeitsklage erhoben gegen Artikel 17 Absatz 4, genau diese Verkehrspflichten, die ich Ihnen geschildert habe, mit dem zentralen Argument, dass diese Verkehrspflichten Uploadfilter zwingend vorschreiben würden und die würden zwingend dazu führen, dass es ein Eingriff in Artikel 11 Grundrechtecharta ist, Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist das Argument der Volksrepublik Polen. Im November letzten Jahres fand die mündliche Verhandlung vom Europäischen Gerichtshof statt. Der Generalanwalt sollte eigentlich im April seine Schlussanträge veröffentlichen. Das ist jetzt verschoben worden, vielleicht auch mit Blick auf das deutsche Gesetzgebungsverfahren. Ich weiß es nicht. Aber diese mündliche Verhandlung ist wichtig zu kennen. Die muss man kennen, weil sie uns informiert über eine grundrechtskonforme Interpretation des Artikel 17. Artikel 11, Grundrechtscharta, Meinungsäußerungsfreiheit, wird im europäischen Recht breiter ausgelegt als im deutschen Recht.
Artikel 11 hat einen größeren Schutzbereich als Artikel 5 Grundgesetz. Wir sind es immer gewohnt zu sagen, das Urheberrecht greift gar nicht Artikel 5 ein, weil der Urheber kontrollieren kann, was Schutzgegenstand wird. Nein, Artikel 11 ist ein viel, viel größeren Schutzbereich. Das ist das Erste, was man wissen muss. Das Zweite, was man wissen muss, ist, dass der Europäische Gerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung sehr grundrechtssensibel geworden ist. Der Europäische Gerichtshof geht davon aus, und die Entscheidungen Afghanistan-Papiere, Metall auf Metall und der Fall reformistischer Aufbruch zeigen das ganz deutlich. Der Europäische Gerichtshof will, dass die Grundrechte inkorporiert werden in die Anwendung und Auslegung des europäischen Sekundärrechts. Hier also in Artikel 17. Das ist relativ klar. Und es gab vor dem Europäischen Gerichtshof in der Verhandlung im November zwei Positionen. Es gab zwei Positionen, die Artikel 17 verteidigt haben. Es gab, ich überspitze jetzt ein bisschen, es gibt sozusagen die Urheberrechtsfundamentalisten, Frankreich und Spanien. Frankreich und Spanien haben gesagt, ja, das ist ein Eingriff in Artikel 11, aber Artikel 17 Absatz 2, Recht des geistigen Eigentums, hat unbedingten Vorrang. Das ist diese Position. Interessant ist die Position von Kommission, Rat und Parlament. Und alle drei haben die einheitliche Position vertreten. Und dass der Europäische Gerichtshof davon abweichen wird, würde mich sehr überraschen. Jedenfalls Rat, Kommission und Parlament haben gesagt, Artikel 17 ist ein ganz zentrales Argument. Und die wichtigste Aufgabe des Artikel 17 ist es bereits durch internal safeguards, also durch interne Mechanismen sicherzustellen, dass die Nutzergrundrechte ausreichend gewahrt werden. Anders formuliert, wir müssen Artikel 17 Absatz 4 und vor allen Dingen auch der Absatz 7, um den es die Nutzerrechte geht, wir müssen den grundrechtskonform interpretieren, dass wir hier ausreichend Flexibilität für Nutzergrundrechte haben. Wo kommt es zum Schwur? Zum Schwur kommt es bei der Frage, wie gehe ich mit Inhalten um, die hochgeladen werden, von denen eine Möglichkeit besteht, dass sie unter eine Schranke fallen, und deshalb vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt sind, aber es nicht sicher ist. Wie gehe ich also in Zweifelsfällen um? Da kommt es zum Schwur. Die Position der, ich überspitze bewusst wieder, Urheberrechtsfundamentalisten, Frankreich und Spanien sagen, alles verbieten, das kann im Beschwerdeverfahren geklärt werden. Erst im Beschwerdeverfahren soll das geklärt werden, ob wird das erlaubt oder es nicht. Erst wird es verboten und erst im Beschwerdeverfahren wird erlaubt. Kommission, Europäischer Rat und Parlament haben gesagt, nein, die Plattformen sind verpflichtet, erlaubten Content auch zugänglich zu machen. Es darf, überspitzt formuliert, keine Sekunde passieren, dass ein erlaubter Content nicht zugänglich gemacht wird. Erlaubter Content darf niemals gesperrt werden. Ja, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin, dass ich erlaubten Content, den ich zugänglich machen muss, wo ich grundrechtlich verpflichtet bin, ihn zugänglich zu machen, den darf ich nicht sperren. Und wie kriege ich das aber hin, wenn diese branchenüblichen Standards mir die Möglichkeiten nicht geben, in transaktionskostenarmer Weise sicherzustellen, fällt dieser Content, den die Nutzerin zumacht, in die Kategorie gesetzlich erlaubt oder in die Kategorie vom Ausschließlichkeitsrecht erfasst und nicht gesetzlich erlaubt? Das weiß ich eben erst später, wenn ich mir den Content genau angeschaut habe. Und Kommission, Rat und Parlament haben hier die Position vertreten, dass man Mittel braucht, dass jeder Content, der von einer gesetzlichen Nutzungsschranke erfasst wird, sofort hochgeladen werden muss. Und das muss klar sein, wenn man hier das URDAG berücksichtigt, dass wir hier diese temporäre Grundrechtskollision haben. Wir müssen also eine Lösung finden, wie wir diese Zweifelsfälle lösen. Wie gehen wir um mit den Konstellationen, wo im Zeitpunkt des Uploads bei einer automatisierten Prüfung nicht sicher gesagt werden kann, es fällt unter eine Schranke oder es fällt nicht unter eine Schranke. Wollen wir das sperren, Position von Frankreich und Spanien, oder wollen wir das zumindest vorübergehend erlauben, bis wir es uns angeschaut haben? Das ist die Position von Kommission, Rat und Parlament. Vierter Punkt, das URDAG. Jetzt kommen wir also dazu, was jetzt der deutsche Gesetzgeber aus diesem Artikel 17 und auch aus dieser grundrechtlichen Dimension des Artikel 17 gemacht hat. Ich habe Ihnen hier den Gesetzesbeschluss abgebildet. Das ist zurzeit noch die aktuellste Fassung. Wie gesagt, im BGB, dem Bundesgesetzblatt steht, ist noch nicht drinnen. Aber das ist die Fassung, mit der Sie arbeiten sollten.
bis es im Bundesgesetzblatt drinnen steht. Da haben Sie das ganze Gesetz komprimiert zusammen. Das ist der Überblick über Artikel 3 dieses Gesetzes. Artikel 1 verändert Vorschriften im Urheberrechtsgesetz. Artikel 2 verändert Vorschriften im Verwertungsgesellschaftengesetz. Und Artikel 3 bringt eben dieses neue Stammgesetz, das UrDAG. Sie sehen, wir haben 6 Bestimmungen. Artikel 17 wird also in insgesamt 22 Paragraphen umgesetzt. Allgemeine Vorschriften, dann den Kontext erlaubte Nutzungen. Was ist also erlaubt? Was sind unerlaubte Nutzungen? Und dann geht es in Teil 4 genau um diese Frage, die wir vorhin geklärt haben. Wie gehe ich mit Zweifelsfällen um? Dann habe ich eine ausführliche Regelung zu Rechtsbehelfen und dann habe ich noch ein paar Schlussbestimmungen, die ebenfalls relevant für die anderen Teile sind. Das ist also das UrDAG im Überblick. Schauen wir uns mal an, auf wen trifft es Anwendung? Hier ist der Gegenstand voll harmonisiert. Der deutsche Gesetzgeber hat also überhaupt keinen Umsetzungsspielraum gehabt. Es sind Dienste der Informationsgesellschaft. Da wird auf eine Richtlinie verwiesen. Es muss also eine Dienstleistung sein, die muss elektronisch sein, die muss irgendwie im Fernersatz erfolgen und sie muss auf individuellen Abruf erfolgen. Alles, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, fällt darunter. Alle digitalen Dienstleistungen, die von der digitalen Inhalterichtlinie erfasst werden, fallen unproblematisch darunter. Hauptzweck muss die Speicherung und Zugänglichmachung großer Daten an von Dritten hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Inhalten sein. Das muss sozusagen Hauptzweck des Geschäftsmodells sein. Da werden wir sicher Plattformen erleben und ich bin mir sicher, dass Facebook eine davon sein wird, die sagen wird, bei uns trifft das aber gar nicht zu. Da muss man einfach sagen, das trifft ganz sicher auf Facebook zu, dass dieser Hauptzweck hier erfolgen wird. Weitere Voraussetzung ist, dass diese Inhalte irgendwie organisiert werden. Der Newsfeed von Facebook oder von Instagram, die Form von Playlisten und der Suchalgorithmus von YouTube reicht dafür völlig aus. Dass diese Inhalte irgendwie beworben werden für Gewinnerzielungsaspekte, ist bei allen diesen Plattformanbietern ebenfalls der Fall. Und dann habe ich bestimmte Ausnahmevorschriften, Suchmaschinen, Wikipedia etc. Und ich habe Sonderregelungen für Startups. Das ist aus der Richtlinie übernommen. Was nicht aus der Richtlinie übernommen ist, wo man sagen kann, das kann man mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz rechtfertigen, wir haben Sonderregelungen für kleine Anbieter. Die werden sozusagen, da gibt es bestimmte Vermutungsregelungen, die sicherstellen sollen, dass die den Marktantritt leichter haben. Ich finde diese beiden Punkte sehr wichtig. Es muss uns nämlich klar sein, dass dieses Regulierungsregime, das wir jetzt einführen, die großen Plattformanbieter stärkt. Wir brauchen also unbedingt ein niedrigschwelligeres System für Startups und kleine Anbieter, damit die Chance haben zu wachsen und tatsächlich Marktanteile von den großen Plattformanbietern abzugewinnen. Ansonsten zementiert das Urheberrecht Marktanteile, die es eigentlich nicht zementieren sollte. Da müssen wir im Urheberrecht immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Märkte mitregeln, die eigentlich schon vermachtet sind. Jetzt kommen wir aber zum zentralen Punkt. Es geht also um diese Diensteanbieter, die in Paragraphen 2 und 3 definiert werden. Und diese Diensteanbieter, und das ist die Konzeption des UrDAG, obwohl es nicht ausdrücklich drinsteht, das ist ein bisschen merkwürdig, diese Diensteanbieter sind nach Paragraph 97 Absatz 1, Unterlassung, Beseitigung, und Absatz 2, Schadensersatzanspruch, voll verantwortlich, weil die Zugänglichmachung der Nutzer als eigene öffentliche Wiedergabe Urheber, beziehungsweise als eigene öffentliche Zugänglichmachung Leistungsschutzinhaber konzipiert wird. Das ist in Paragraph 1 Absatz 1 und 1 Absatz 3 wird das klar geregelt und der 1 Absatz 3 sagt auch keine Privilegierung nach dem TMG, nach dem Haftungsprivileg für Content Provider. Was wir also haben, wenn wir hier einen Lizenzvertrag haben, mit dem Rechteinhaber, dann haften wir natürlich nicht. Das ist völlig klar. Das ist genau das System, was die Richtlinie implementieren will und was dem UrDAG implizit zugrunde liegt. Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht, der natürlich nicht vorliegt, wenn ich einen Rechteinhaber habe. Hier noch die Normen, damit Sie das sehen können. 1 Absatz 1. Der Diensteanbieter gibt Werke öffentlich wieder, wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken verschafft, die von Nutzern des Dienstes hochgeladen worden sind.
Das ist hier die Regelung, mit der hier die eigenständige, vollständige, täterschaftliche Verantwortlichkeit der Plattformanbieter geregelt wird. Keine Haftungsprivilegien nach TMG. Ausdrückliche Umsetzung von Artikel 17 Absatz 1, völlig unproblematisch. Der Artikel 17 setzt aber auch voraus, das habe ich Ihnen gesagt, wenn der Nutzer sich auf Erlaubnisse benutzen kann, dann geht das auch für den Dienstanbieter und umgekehrt. Wenn also der Dienstanbieter einen Vertrag hat und den Inhalt nutzen darf, dann erstreckt sich das auch auf den Nutzer. Das ist in der Richtlinie implizit angelegt. Das macht der deutsche Gesetzgeber in 6.1 ausdrücklich. Und ganz interessant ist ganz wichtig der Paragraph 5.1 UrDAG. Wenn das Verhalten des Nutzers, also wenn der Upload des Nutzers von einer gesetzlichen Schranke erfasst wird, dann haftet der Plattforminhaber, Plattformbetreiber nicht. Wir haben also hier auch eine Erstreckung der Haftungsfreistellung auf den Nutzer, auf den Plattform, von Nutzer auf Plattform. Interessant, und das ist neu, das sieht die Richtlinie, die DSM-Richtlinie hat das nicht vorgesehen. Wir haben hier eine Vergütungspflicht des Diensteanbieters für bestimmte Formen der gesetzlichen Schrankennutzung. Wenn es hier um Karikaturen, Parodien und Pastiche handelt, müssen die Plattformanbieter die Rechteinhaber dafür vergüten. Die Vergütung ist verwertungsgesellschaftspflichtig ausgestattet. Es wird also jetzt darum gehen, dass die Verwertungsgesellschaft und die Plattforminhaber die Aufgabe haben, hier eine relativ sinnvolle Marktschätzung vorzunehmen, wie viele dieser Inhalte sind Karikaturen, Parodie und Pastiche und werden dann vergütet. Und Sie sehen auch schon, da gibt es ein bestimmtes Dilemma. Möglicherweise möchten die Inhaber von Ausschließlichkeitsrechten, die möchten den Pastiche-Begriff sehr klein fassen. Kreative Urheber und Verwertungsgesellschaften haben großes Interesse daran, eine Expansion des Pastiche-Begriffs zu arbeiten, weil sie dadurch den Bereich der Vergütungspflicht vergrößern können. Hier die Normen. 5 Absatz 1. Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten Werken und Teilen von Werken. Und der Paragraph 21 oder 22 verweist das auch auf die Leistungsschutzrechte zu folgenden Zwecken. Und dann haben wir Zitatrecht, Karikatur, Parodie und Pastiche, die jetzt neu geregelt wurde im Urheberrechtsgesetz, und dann alle anderen Schranken. Jetzt fragen Sie mich vielleicht, ja, warum macht der Gesetzgeber das so kompliziert? Wenn er in Absatz 1, Nummer 3 alle Schranken anwendet, dann sind ja 51 und 51a ja mit erfasst. Was soll denn diese Gesetzgebungstechnik? Antwort: der Europäische Gerichtshof verpflichtet den nationalen Gesetzgeber, Richtlinien transparent umzusetzen. Weil Zitat, Karikatur, Parodie und Pastiche in der DSM-Richtlinie ausdrücklich genannt wird, muss der deutsche Gesetzgeber das auch ausdrücklich umsetzen. Eine reine allgemeine Verweisung hätte hier unionsrechtlich nicht genügt. Deshalb hat der Gesetzgeber diese Regelungstechnik gewählt. Das bedeutet aber erstmal nur, alles, was von 44a folgende erlaubt wird an Nutzerhandlungen, ist kein Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht des Paragraphen 1 Absatz 1 UrDAG. Kein Eingriff in die öffentliche Wiedergabe. Keine Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz. Und dann haben wir die wechselseitige Erstreckung von Erlaubnissen unten. Vergütungspflichtig ist nur die Nutzung von Paragraph 5.1 Nummer 2. Nur in der Hinsicht habe ich eine Vergütungspflicht, die hier angeordnet wurde. Das ist erst ganz kurz im Gesetzgebungsverfahren reingekommen. Vorher gab es auch eine Vergütungspflicht für Zitate. Und das wäre ein Bruch gewesen mit einer tatsächlichen Tradition, die zumindest zurückgeht auf die erste revidierte Berner Übereinkunft Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Zitatrecht ist urheberrechtlich immer frei von Vergütungen gewesen. Und hier hätte man plötzlich eine Vergütung fürs Zitatrecht eingeführt. Und das war sehr umstritten. Und im Gesetzgebungsverfahren hat man sich dann darauf geeinigt, die Vergütungspflicht auf Karikatur, Parodie und Pastiche zu beschränken. Das ist auch verfassungsrechtlich möglich. Es gibt einen Hinweis des Bundesverfassungsgerichts in seiner bislang ersten, ich bin mir sehr sicher, dass es da noch eine weitere Entscheidung gibt, Metall-auf-Metall-Entscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht sagt, der Gesetzgeber kann die erlaubte Nutzung für Parodie und kreative Folgenutzungen durchaus vergütungspflichtig ausgestalten. Wir sind also sowohl unionsrechtlich
der Artikel 5 der Infosoc-Richtlinie als auch das deutsche Verfassungsrecht erlaubt uns das, sodass ich hier ziemlich sicher bin, dass diese Regelung unionsrechtskonform und verfassungskonform ist. Das ist also das System. Der Diensteanbieter macht selbst öffentlich zugänglich, beziehungsweise gibt selbst eine öffentliche Wiedergabe vor, wenn seine Nutzer Content hochladen. Er muss also deshalb entweder eine vertragliche Erlaubnis haben oder das Verhalten der Nutzer muss von einer gesetzlichen Erlaubnis gedeckt sein. Wenn eines dieser beiden Fälle vorliegt, haftet der Diensteanbieter nicht und die Nutzer auch nicht. Das ist das Konzept der Richtlinie und das ist das Konzept des URDAG. Insofern völlige Übereinstimmung. Interessant wird es jetzt, was passiert, wenn hier trotzdem Content hochgeladen wird. Und hier greift das URDAG genau das Konzept der Richtlinie auf und sagt, wenn bestimmte Verkehrspflichten eingehalten werden, dann haftet die Plattformanbieterin nicht, obwohl objektiven Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht vorliegt. Das ist sozusagen urheberrechtlich eine Innovation, dass ich einen objektiv, das Ausschließlichkeitsrecht wird objektiv verwirklicht, aber die Haftung folgt nicht automatisch daraus. Sowas gibt es übrigens mittlerweile demnächst auch im Patentrecht. Auch im Patentrecht habe ich im 139 Absatz 1 Satz 3 kommt jetzt den nächsten Verhältnismäßigkeitsvorbehalt rein, dass aus dem Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsrecht nicht automatisch der Unterlassungsanspruch folgt. Wir erleben also im deutschen Recht eine Entwicklung, die wir in anderen Rechtsordnungen schon seit längerer Zeit kennen. Das ist also wichtig fürs Verständnis. Aus der Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts folgt im Anwendungsbereich des URDAG nicht automatisch die Verantwortung. Die liegt nur dann vor, wenn Verkehrspflichten verletzt worden sind. Welche sind das? Der 1 Absatz 2 nennt sie ganz deutlich. Wir haben die Pflichten nach 4 bzw. 7 bis 11. Die werde ich Ihnen gleich aufdeuten. Das URDAG geht also davon aus und gruppiert die Pflichten ein bisschen anders, als die Richtlinie es getan hat. Die Richtlinie hat gesagt, wir haben 3 Pflichten. Best Efforts License zu kriegen, Stay Down von Content und wenn Content trotzdem hoch ist, Notice Stay Down und Take Down und Stay Down. Das sind die 3 Pflichten der Richtlinie. Das URDAG hat ein bisschen anders konzipiert. Das URDAG geht aber davon aus, und das ist wichtig, zentrale Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, den wir hier an der Stelle berücksichtigen müssen. Und dann werden Ihnen ein paar Kriterien genannt, die natürlich in der Rechtsprechung jetzt ausdifferenziert werden müssen. Aber auch hier ist es wichtig, dass man immer sich klaren muss, alleine durch die Verwirklichung des Tatbestandes als solches kommt kein Haftungsautomatismus zustande, sondern ich muss immer eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zusätzlich einführen. Der 1 Absatz 4 ist klar, das sind diese Fälle wie Pirate Bay. Ja? Also wenn Unternehmen Hauptzweck hat, rechtswidrige Geschäftsmodelle zu fördern und zu erleichtern, dann kann sich das nicht darauf berufen. Also es gibt diese 2 Verkehrspflichten. Wir haben einmal die, wie der Paragraph 4 es formuliert, bestmöglichen Anstrengungen zum Rechtserwerb. Die muss vorliegen und dann müssen noch zusätzliche Nutzungen bei der unerlaubten Nutzung vorliegen. Also wenn ich bestmögliche Anstrengungen habe, aber keine Lizenz, weil wenn ich eine Lizenz habe, dann bin ich ja schon in der Folie, sehen Sie, draußen. Sobald ich eine Lizenz habe, interessiert mich das alles nicht mehr. In diesem Teilbereich bin ich immer nur dann, wenn ich keine Rechterlaubnis habe, dann muss ich immer bestmögliche Anstrengungen zum Rechterwerb erworben haben, erstens. Und zweitens, ich muss zusätzlich bestimmte Verkehrspflichten eingeführt haben, was den Content betrifft, der trotzdem rechtswidrig hochgeladen wurde. Das also in dieser Konstellation der Punkt. Schauen wir uns mal diesen Paragraph 4 an, weil da kann man tatsächlich ein bisschen was dazu sagen. Der ist eine sehr spannende Norm. Der Paragraph 4 Absatz 1 verankert einen einseitigen Kontrahierungszwang der Diensteanbieter. Das ist wichtig. Die Rechteanbieter haben keinen Kontrahierungszwang. Der Diensteanbieter, der hat einen Kontrahierungszwang. Der wird also so ähnlich behandelt wie eine Verwertungsgesellschaft, die ohnehin, das kennen Sie, 35 VGG Kontrahierungszwang unterliegt. Ein Diensteanbieter ist aber im ersten Punkt zunächst nur verpflichtet, bestmögliche Anstrengungen zu unternehmen, um die vertraglichen Nutzungsrechte zu erwerben. Was bedeutet das? Er erfüllt diese Pflicht. Und das ist nicht nur ein Regelbeispiel, sondern das ist die abschließende Konkretisierung dieser Verkehrspflicht. Diese in Satz 1 statuierte Verkehrspflicht wird erfüllt, wenn hier der Diensteanbieter eine dieser 3 Vorgänge macht.
Entweder er nimmt die Nutzungsrechte an, die ihm angeboten werden. Wenn also ein Rechteinhaber zum Dienstanbieter marschiert, ihm Nutzungsrechte anbietet, die Voraussetzungen des Satz 2 genügen, dann ist der Dienstanbieter verpflichtet, diesen Lizenzvertrag abzuschließen. Erste Variante. Wichtig ist aber, der Rechteinhaber muss das Angebot dem Dienstanbieter machen. Zweite Möglichkeit, er muss das Repertoire, um das es geht, muss über repräsentative Rechtsinhaber verfügbar sein, die der Dienstanbieter kennt. Wenn er also bereits bestimmte Dienstanbieter kennt, die repräsentatives Repertoire im Sinne von Absatz 2 vertreten, dann muss der Dienstanbieter auf diese Rechteinhaber zugehen. Hier findet also eine Verlagerung statt. Und ebenfalls der Dienstanbieter muss auf Verwertungsgesellschaften zugehen. Ja? Hier in den Fällen muss sich immer der Dienstanbieter an die Rechteinhaber wenden. In allen anderen Fällen ist das nicht der Fall. Und das ist ökonomisch auch, und jetzt spreche ich als Rechtsökonom, die einzig sinnvolle Variante. Alles andere würde nämlich zur Explosion von Transaktionskosten führen. Die Suchkosten würden in prohibitive Höhe steigen. Das Geschäftsmodell würde sich nicht mehr rentieren. Also in der Hinsicht ist diese Lösung, die hier der Paragraph 4 ausbuchstabiert, rechtsökonomisch gesehen die einzig sinnvolle Variante, dass ich also hier Transaktionskosten senke. Die Rechteinhaber, die gerne lizenzieren wollen, müssen auf die Plattforminhaber zukommen. So viele gibt es nämlich nicht. Es gibt 10 bis 12 Plattformanbieter in Deutschland, auf die das zutreffen wird. Wir haben aber Millionen von Rechteanbietern. Ja, es ist völlig klar, wer hier zu wem gehen muss, aus rechtsökonomischer Sicht. Hier argumentiere ich bewusst rechtsökonomisch. Was die Pflicht betrifft in Absatz 2, der Dienstanbieter kann also das Lizenzangebot nur dann ablehnen, er hat also nur dann einen sachlichen Grund abzulehnen, wenn das Lizenzangebot der Rechteinhaber nicht die Voraussetzung des Absatz 2 erfüllt. In dem Fall besteht kein Kontrahierungszwang. Ja, das ist auch, die Regelungen dort, glaube ich, sind relativ sinnvoll. Hier kommt es ganz entscheidend darauf an, wie die Rechtsprechung hier diese Punkte mit Blick auf Transaktionskosten, Verhältnismäßigkeit und auch dem Grundrecht des Artikel 17 Absatz 2 Grundrechtecharta, Artikel 14 Grundgesetz austariert. Hier müssen wir sinnvolle Lösungen finden, aber hier bin ich zuversichtlich, dass man das tun kann. Das ist also das Konzept des Paragraphen 4. Erste Voraussetzung ist Best Efforts. Best Efforts ist, wenn eine dieser drei Voraussetzungen genügen. Wenn wir es also, was in Deutschland mit urheberrechtlich geschützter Musik zum Beispiel zu tun haben oder mit Werken, die grafischer Art sind, Fotografien etc., dann müssen sich die Rechteinhaber auf die GEMA zu bewegen oder müssen sich die Rechteinhaber auf die VG Bildkunst zu bewegen. Ja? Für die Ausschließlichkeitsrechte bei den Tonträgerherstellern ist es ein bisschen schwieriger. Sie wissen, die GVL sind die Ausschließlichkeitsrechte nicht übertragen worden. Hier haben wir im Rebelfall, was die Majors betrifft, sind das sicherlich repräsentative Rechteinhaber, auf die zugegangen werden sollen. Probleme haben wir hier bei Indie-Labels, die eben nicht über die Majors vertrieben werden. Die müssen sich nach diesem Konzept tatsächlich von sich aus, wenn sie nicht bereits in Vertragsbeziehungen sind, auf die Plattformen zubewegen. Das ist jetzt keine One-Way-Street. Man muss hier auch, die Plattformen haben hier Best Efforts zu tun. Die Plattformen müssen tatsächlich auch eine technische Infrastruktur aufrichten, wo man sie einfach kontaktieren kann. Ja, das ist auch nicht immer so. Wenn man bei YouTube, Google jemanden kennt, dann ruft man da an, dann ist es kein Problem. Aber bis man den gefunden hat, ist es immer ein Problem. Das genügt in Zukunft auch nicht mehr. Also die Plattformen müssen tatsächlich hergehen unter der Pflicht des Absatz 1, Satz 1, eine technische Infrastruktur aufrichten, dass jede rechte Inhaberin es einfacher gemacht wird, die Plattform zu kontaktieren, das eigene Repertoire anzugeben und dort von sich aus ein Lizenzangebot zu machen. Das kann man von den Plattformen verlangen und das muss man von den Plattformen verlangen. Ein weiterer Punkt, und hier gab es am Ende noch sehr viel Drama, weil es auch eine Stellungnahme von
Künstlerinnen gab, die haben dann sehr viele Leute wie Peter Maffay oder Herbert Grönemeyer, alle möglichen Leute unterschrieben. Und am Ende war es aber der Verband der unabhängigen Tonträgerhersteller und Produzenten, der dahinter stand und nicht wirkliche Künstlerinnen. Die haben sich gegen diesen Direktvergütungsanspruch gewehrt. Wir haben nämlich hier in Paragraph 4 Absatz 3 eine sehr interessante Regelung drinnen, die diejenigen, die schon länger im Urheberrecht von Ihnen sind, aus der Vermiet- und Verleihrechtsrichtlinie, das sind Paragraphen 27, kennen. Selbst wenn der Rechteinhaber, der abgeleitete Rechteinhaber, also das Major-Label, wenn das Major-Label an, nehmen wir mal Sony Music, wenn Sony Music an Google für YouTube lizenziert, dann muss Google YouTube unabhängig davon für die Nutzung dieses Contents, sowohl was die Urheber betrifft, als auch was die ausübenden Künstler betrifft, der jeweiligen Verwertungsgesellschaft GEMA bzw. GVL eine Vergütung dafür bezahlen. Das ist eine zusätzliche Vergütung für vertraglich erlaubte Nutzungen. Hier rächt sich ein bisschen das Narrativ des Value Gap. Wenn ich, und das haben die Rechteinhaber jahrelang gemacht, wenn die Rechteinhaber jahrelang den armen Kreativen nach vorne stellen, ja, der hier von den bösen Plattformen gemolken wird, ja, dann darf es einen nicht überraschen, dass am Ende der Kreative einen Direktvergütungsanspruch bekommt. Das liegt in der Natur dieses Narrativs. Also be careful what narrative you choose. Ja, Narrative entwickeln in Eigendynamik. Ich finde, das ist eine sinnvolle Lösung. Ich glaube auch, dass dieses Modell hier sinnvoll ist. Ich halte es aber an einer Stelle für problematisch. Google YouTube muss jetzt hier eine Direktvergütung an die Künstler zahlen. Spotify, Apple Music müssen das nicht. Das ist vielleicht keine sinnvolle Regelung. Wenn, hätte man dieses Modell auf alle Plattformanbieter, unabhängig, ob es User-Generated Content sind oder von User hochgeladenen Content sind oder ausschließlich vertraglich lizenzierte Content sind, man hätte das auf alle Regelungen ausdehnen müssen. Das wäre die konsequente Regelung gewesen aus einer rechtswissenschaftlichen Sicht. Jedenfalls haben wir sie hier so, wie sie im Gesetz steht. Interessant ist an einer Stelle, dass hier eine Regelung vorkommt, wenn die Urheber oder die ausübenden Künstler einen unmittelbaren Digitalvertrieb einschalten, dann gilt das nicht. Also wir haben hier sozusagen, es gibt eine ganze Reihe von Digitalvertrieben, wo sich hier beispielsweise kleine Rechteinhaber an die sich wenden können, die das bündeln und wieder eine relativ kleine Vermittlungsprovision kassieren. In dem Fall gibt es keinen eigenständigen, unabhängigen Direktvergütungsanspruch. Für die Plattformen ist das alles ein bisschen misslich, wie Sie sich vorstellen können, weil dadurch natürlich die Transaktionskosten auf den Plattformen nicht unerheblich gesteigert werden. Aber da müssen Sie durch. Also, das zu Paragraph 4. Best Efforts. Best Efforts, drei Voraussetzungen. Wenn die drei, an eine dieser drei Voraussetzungen vorliegen, dann ist die erste Verkehrspflicht erfüllt. Und dann müssen jetzt aber noch die anderen erfüllt werden. Was sind die anderen? Die zweite Verkehrspflicht ist, muss auf jeden Fall Notice, ein Takedown und ein Staydown machen. Das ist völlig unproblematisch. Wenn also ein Content hochgeladen wurde, dann muss der, wenn sich der Rechteinhaber beim Plattformanbieter meldet, muss der sofort heruntergenommen werden, wenn der Content nicht von Paragraph 5 gesetzliche Schranke erlaubt ist, muss sofort runtergenommen werden. Das muss sichergestellt werden, dass er unten bleibt. Darf also auch nicht mehr hochgeladen werden. Das ist sozusagen die zweite Verkehrspflicht. Das haben wir in der Richtlinie ebenfalls. Interessant sind diese. Und da hat sich die ganze Diskussion darüber gesperrt. Die sogenannte qualifizierte Blockierung. Wie stelle ich sicher, dass ein Content schon gar nicht erst auf die Plattform kommt? Die einfache Blockierung ist, Content ist oben, Rechteinhaber meldet sich, Content kommt runter und muss unten bleiben. Das ist bereits jetzt schon der Gegenstand gewesen aus der Störerhaftung in Verbindung mit Artikel 10 TMG. Das ist schon jetzt die Rechtslage gewesen. Jetzt wird nochmal ganz deutlich klargestellt, das war aber auch jetzt schon Rechtslage, dass man alles sicherstellen muss, dass der Content da unten bleibt. Aber viel interessanter wird es, dass in Zukunft auch die Plattformen hier Maßnahmen treffen müssen, damit rechtswidriger Content gar nicht hochgeladen wird. Und hier kommt es genau auf diese Situation an, die ich Ihnen vorhin geschildert habe. Wie gehe ich an mit den Situationen, in denen der Content vielleicht von einer Schranke gedeckt ist?
Ja? Wenn der Content nicht von einer Schranke gedeckt ist, der muss gesperrt werden. Aber wie gehe ich mit den Situationen um, wenn der Content vielleicht von einer Schranke gedeckt ist? Genau das ist das System, über das sich das UrDAG sehr viel Gedanken gemacht hat, auch das zuständige Referat im BMJV sehr viele Gedanken gemacht hat. Und das möchte ich Ihnen in den folgenden Folien vorstellen. Und die folgende Folie baut sich langsam auf, aber ich hoffe, dass sie dazu beiträgt. Ausgangspunkt ist eine Folie, die das BMJV zusammen mit dem Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt hat. Wir haben also die Situation des Uploads und es gibt drei Möglichkeiten. Der Upload betrifft einen lizenzierten Inhalt. Der geht sofort durch, das wird hochgeladen. Völlig klar. Der Rechteinhaber verhält sich rechtsgemäß und das Recht des Rechteinhabers wird auf den Nutzer gespiegelt, der jedenfalls selbst nicht kommerziell tätig wird. Der wird ebenfalls mitprivilegiert. Völlig unproblematisch, völlig klar. Dann habe ich die zweite Konstellation. Wenn ich ein Blockierverlangen des Rechteinhabers habe, wichtig, es muss ein Blockierverlangen des Rechteinhabers vorliegen. Also ohne vorheriges Tätigwerden des Rechteinhabers läuft hier erstmal nichts. Der Rechteinhaber muss also der Plattformanbieter hier ein Blockierverlangen teilen. Und zwar, und das ist auch sozusagen nicht nur eine Liste, das ist übrigens die Liste, die ich nicht gerne hätte, sondern alle möglichen Metadaten zur Verfügung stellen. Eine ziemlich weitgehende Handlungslast des Rechteinhabers. Wenn ich also ein solches Blockierverlangen mit relevanten Referenzdateien habe, das sind Metadateien, dann greift der Grundsatz der qualifizierten Blockierung ein. In dem Fall muss der Rechteinhaber sicherstellen, dass der Content gar nicht auf die Plattform kommt. Wenn es an so einem Blockierverlangen mit ausreichenden Metadaten fällt, dann sind wir im dritten Bereich. Dann kann erstmal hochgeladen werden und dann muss bei einer Beschwerde muss es dann runtergeholt werden. Wir kümmern uns jetzt mal um genau diesen zweiten Bereich. Wir gehen also jetzt mal davon aus, dass Rechteinhaberin, der Plattformbetreiberin, hier ein solches Blockierverlangen mit ausreichenden Referenzdateien und Metadaten zur Verfügung stellt. Hier haben wir in § 7.1 des UrDAG die grundsätzliche Regelung, dass hier der Diensteanbieter diesen Content zu blockieren hat. Also das ist im Ausgangspunkt die Regelung, dieser Content muss tatsächlich blockiert werden. Es sei denn, und jetzt gibt es ein paar Gegenkonstellationen, wenn der Rechteinhaber hier missbräuchlich Content-Blockadeverlangen geltend macht, ja, dann kann man ihn von diesem Blockadeverlangen ausschließen. Man hat sogar als Plattformanbieter und als Nutzer einen Schadensersatzanspruch gegen einen Rechteinhaber, der Content blockieren möchte, der nicht seiner ist, beziehungsweise der von einer Gemeinfreiheit erfasst wird. Und das ist das Spannende, wir haben in Paragraphen 18 Absatz 6 auch eine Regelung, wonach es eine Verbandsklage gibt, die Verbände, die sich zum Ziel setzen, die Rechte der Nutzerinnen auf solchen Plattformen zu stärken. Diese Verbände, die können hier die Plattformbetreiberin verklagen, wenn die Plattformbetreiberin zu schnell sperrt. Ja? Dann ist sozusagen die Möglichkeit, dass wir diese Konstellation ebenfalls sperren können. Also grundsätzliches Sperrverlangen im Paragraph 7. Allerdings habe ich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit denen hier das ausgeschlossen werden kann. Gehen wir einmal weiter, schauen wir uns an, was passiert. Was dann passiert ist, die nächste Frage, die gestellt werden muss, ist dieser Inhalt, der vom Blockadeverlangen erfasst wird, ist der möglicherweise von einer Schranke gedeckt. Es muss also geprüft werden, ob eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass dieser Content, der vom Sperrverlangen gedeckt wird, möglicherweise vom § 5 erlaubt wird. Das ist das, was der § 9 Absatz 2 regelt. Die Konstellation mutmaßlich erlaubte Nutzungen für nutzergenerierte Inhalte.
Wenn ich also einen solchen nutzergenerierten Inhalt habe, welche das sind, sehen wir gleich. Wenn wir solche nutzergenerierten Inhalte haben, dann greift diese Konstellation ein und dann habe ich hier eine Situation, in der diese Prüfung beginnen muss. Die Prüfung endet nicht mit nutzergenerierten Inhalten. Das ist vielfach im Vorfeld völlig falsch dargestellt worden, sondern das ist die Voraussetzung, dass diese Prüfung erst einmal beginnt. Das ist also das grundsätzliche System, das wir hier haben. Was sind solche nutzergenerierten Inhalte? Solche nutzergenerierten Inhalte sind nach 9 Absatz 2, und das ist eine besondere Regelung, die kritisiert wurde. Das sind Inhalte, wenn weniger als die Hälfte eines Werkes, eines Dritten oder mehrere Werke Dritter enthalten sind. Ich brauche also User-Generated Content, das weniger als 50% der Werke eines Dritten oder mehrere Werke Dritter enthält und das solche Werkteile mit anderen Inhalten kombiniert. Nur dann habe ich nutzergenerierte Inhalte. Nur dann fange ich erst darüber nachzudenken, ob hier eine mutmaßliche erlaubte Nutzung greift. Das ist die erste Voraussetzung von 2 kumulativen Voraussetzungen. Diese Regelung gilt nicht, und das ist eingeführt worden während des Gesetzgebungsverfahrens, diese Regelung gilt nicht für die Nutzung von Filmwerken oder Laufbildern bis zum Abschluss ihrer erstmaligen öffentlichen Wiedergabe. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass irgendwelche Filme, die noch nicht entweder im Kino gelaufen sind oder auf Plattformen wiedergegeben worden sind, dass sie nicht irgendwelche Kopien nennen können und die schon als User-Generated Content hier verbreiten können. Und es geht um Sportveranstaltungen. Ja, das sind Laufbilder nach Paragraph 95 und die sollen ebenfalls, wenn es um Live-Sportbilder geht, sollen die nicht gleichzeitig mit User-Generated Content hochgeladen werden. Ja. Das wird ausgeschlossen. Ansonsten fällt der User-Generated Content unter alle Regelungen, das Urheberrecht grundsätzlich bietet. Ja? Das ist hier die zentrale Konstellation. Wenn wir eine solche mutmaßlich erlaubte Nutzung haben, wenn wir einen nutzergenerierten Inhalt haben, müssen wir dann auf zweite Stufe prüfen. Das ist immer das zweite Element. Wir müssen immer auf zweite Stufe prüfen, ob dieser nutzergenerierte Inhalt entweder nur, wie Paragraph 10 es formuliert, eine geringfügige Nutzung fremder Inhalte ist oder wie Paragraph 11 es formuliert, wenn die Nutzung als erlaubt gekennzeichnet wurde. Das sind 2 alternative, vorübergehende Erlaubnistatbestände. Wenn ich also nutzergenerierte Inhalte habe, muss ich schauen, sind das geringfügige Inhalte, die der Paragraph 10 regelt. Beispielsweise bei Filmwerken sind es 15 Sekunden, bei Tonspuren sind es 15 Sekunden, 160 Zeichen Text oder Lichtbild und Grafiken bis 125 Kilobyte. Wenn ich also User-Generated Content im Sinne von 9.2 habe und eine solche geringfügige Nutzung, dann bedeutet das, dass dieser Inhalt erstmal zugänglich gemacht werden muss. Wenn ich einen nutzergenerierten Inhalt habe, aber keine geringfügige Nutzung, weil mehr als 15 Sekunden von einem Video genutzt wird, ja? Danger Dan, Sie kennen das, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Der liebe Kollege Solmecke, der ja sehr, sehr aktive Internetpräsenz betreibt, der hat dazu ein Video gemacht und wollte sich mit den Aussagen auseinandersetzen, ob dieser Inhalt von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ob das wirklich von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Und da hat der YouTube-Algorithmus nach altem Recht das erstmal gesperrt. Wie sieht das jetzt nach neuem Recht eigentlich aus? Nach neuem Recht müsste man hergehen und schauen, ist das Video, was Solmecke gemacht hat, von Paragraph 9 erfasst? Ist das nutzergenerierte Inhalte? Das Video hat ungefähr 10 Minuten, der Song von Danger Dan ist 3 Minuten, der Rest ist eigener Kommentar von Solmecke gewesen, also ja, fällt unter 9 Absatz 2 weniger als die Hälfte eines Werkes eines anderen, das lag vor. Dann muss man prüfen, ist es geringfügig? Nee, der hat mehr als 15 Sekunden dieses Videos benutzt, also fällt das da raus und dann muss ich dann
eine zweite Stufe prüfen, dann hätte Solmecke, wenn das URDAG schon gegeben hätte, hätte dann YouTube eine Funktion bereitstellen müssen, um den User zu fragen, ist dieser Inhalt, fällt der unter eine erlaubte Nutzung nach dem Urheberrechtsgesetz? Und da muss man das auch ein bisschen erklären, was eine erlaubte Urheberrechtsnutzung ist. Es genügt meines Erachtens nicht, wenn YouTube hier einfach nur das Gesetz abschreibt, sondern da muss auch ein bisschen Butter bei die Fische. Was ist denn jetzt so ein Zitat? Was ist denn jetzt so eine Parodie? Ja? Da muss man YouTube ein bisschen kreativ sein und sich da mal ein paar Beispiele einfallen lassen. Und dann kann die Nutzerin anklicken, ja, mein Fall ist sowas erlaubt, das ist eine Parodie, das ist ein Pastiche, das ist Zitat. Das fällt darunter. Im Solmecke-Fall ganz klar ein Zitatrecht. Ja, das war total klares Zitatrecht. Der hätte also ankreuzen können, Zitatrecht, und dann hätte das, und das ist sozusagen die Konstellation, dann hätte das hochgeladen werden müssen. Hier nach oben. Dann hätte das hochgeladen werden müssen. Also wann muss ein Content, wo ein Blockierverlangen vorliegt, vorübergehend hochgeladen werden, wenn jeweils zwei alternative Voraussetzungen vorliegen? Entweder nutzergenerierter Inhalt plus geringfügige Nutzung oder nutzergenerierter Inhalt plus gesetzlich erlaubt, als gesetzlich erlaubt gekennzeichnet. Wenn diese Konstellationen vorliegen, dann muss die Plattform öffentlich zugänglich machen. Wenn kein nutzergenerierter Inhalt vorliegt, wenn 9.2 nicht vorliegt oder wenn zwar 9.2 vorliegt, aber 10 und 11 nicht vorliegt, dann muss die Plattform sperren. Dann muss sie den Uploader informieren und sagen, du hast die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen. Wenn die Plattform hochladen muss, dann muss sie den Rechteinhaber informieren und sagen, trotz des Blockierverlangens musste ich wegen Paragraph 9 bis 11 hochladen, du hast die Möglichkeit zur Beschwerde. Es kommt also in diesen Konstellationen zur Beschwerde. Das deutsche Gesetz löst also den Konflikt, den ich Ihnen vorhin beschrieben habe, zugunsten der Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit aus. Wenn bestimmte Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Nutzung vorliegt, die von einer Schranke erlaubt ist, dann wird für den Zeitpunkt, wo das nicht manuell nachgeprüft werden kann, dieser Content zugänglich gemacht. Es sei denn, es handelt sich um Filmbildwerke, Laufbilder von noch nicht öffentlich zugänglich, von noch nicht öffentlich wiedergegebenen Filmen und von Sportveranstaltungen. Was kann der Rechteinhaber in dem Moment tun? Erstmal besteht die Möglichkeit, dass er profitiert von einer Vergütungspflicht. Das ist aber auch nur der originäre Rechteinhaber. Also wir haben hier eine Vergütungspflicht, die verwertungsgesellschaftspflichtig ist, für die Dauer dieser öffentlichen Zugänglichmachung, die nach der Vorstellung des Gesetzes maximal eine Woche sein darf. Also für die Dauer der Zugänglichmachung einer Woche ist der Rechteinhaber zu vergüten. Gleichzeitig wird für diese Dauer die Plattform von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen freigestellt. Das ist ja zwangsläufig, wenn sie zugänglich machen muss, dann kann sie dafür nicht haften. Also diese Haftungsfreistellung ist zwangsläufig im Konzept. Der Rechteinhaber kann allerdings, und das ist das Spannende, der Rechteinhaber kann hergehen und sagen, Moment mal, der User hat das zwar als Pastiche geflaggt, aber das ist nie und nimmer ein Pastiche. Das fällt absolut unter das Ausschließlichkeitsrecht. Sorry, hier wird mein Musikvideo verwertet. Das kann ich so nicht dulden. Kann also einen sogenannten Red Button drücken, Paragraph 14 Absatz 4, und dann wird trotzdem gesperrt. Sie sehen also, das System ist, der Rechteinhaber gibt ein Blockierverlangen ab. Der User lädt Content hoch. Die Plattform muss prüfen, ob das nutzergenerierter Inhalt ist. Wenn es nutzergenerierter Inhalt ist, muss die Plattform prüfen, ist das geringfügige Nutzung oder ist es geflaggt? Wenn es geflaggte Nutzung ist, und auch bei geringfügiger geht es auch, aber bei geflaggter, das ist der zentrale Bereich, wird hochgeladen, der Rechteinhaber informiert, der Rechteinhaber kann sich das anschauen und kann sagen, nee, das ist keine Parodie, das ist kein Pastiche, das ist kein Zitat, das reicht mir nicht aus, und kann dann den Stopp-Button drücken. Ja? Und dann wird es wieder gesperrt. Das kann er aber nur unter bestimmten Voraussetzungen machen. Wir haben bestimmte Grenzen, die das Urheberrechtsgesetz hier vorgesehen hat, um hier eine missbräuchliche Ausübung zu vermeiden. Wenn ein Rechteinhaber wiederholt die sofortige Blockierung verlangt, ja, so ist er in Zukunft auszuschließen, wenn hier bestimmte Voraussetzungen vorliegen nach Paragraph
18 Absatz 3 Nummer 1. Das können Sie im Gesetz nachschauen, Details muss ich hier nicht erklären. Also man muss als Rechteinhaber da schon auch ein bisschen Sorgfalt wahren lassen. Sie können nicht einen automatischen Blockieralgorithmus darüber laufen lassen. Ja, das geht nicht. Wenn es dann zum Beschwerdeverfahren kommt, weil entweder Sie als Rechteinhaber eine Beschwerde eingelegt haben, sei es mit oder ohne Red Button, oder weil bei einer Sperrung der Nutzer eine Beschwerde eingelegt hat, beide können das, müssen das allerdings nicht, dann kommt es zum Beschwerdeverfahren nach § 14 Absatz 3 des UrDAG. Danach ist die Beschwerde allen Beteiligten mitzuteilen. Alle Beteiligten müssen Gelegenheit zur Stellungnahme haben und der Plattformanbieter muss spätestens eine Woche nach Entscheidung, nach Einlegung der Beschwerde darüber entscheiden. Und ganz wichtig, § 14 Absatz 5, die Entscheidungen dürfen nur von natürlichen Personen getroffen werden. Es darf also keine automatisierte, algorithmenbasierte Entscheidung treffen. Also in diesem Beschwerdeverfahren müssen tatsächlich Personen sich das anschauen. Bis zum Abschluss dieses Beschwerdeverfahrens nach einer Woche, wie gesagt, haftet der Plattformanbieter nicht. Für die Fehler im Beschwerdeverfahren haftet der Plattformanbieter, das ist auch neu ins Gesetz bekommen, haftet der Plattformanbieter auch nur dann, wenn er schuldhaft gegen Verkehrspflichten verstoßen hat. Wir haben also keine Gefährdungshaftung, solange für das Beschwerdeverfahren, wenn da Rechtsfehler passieren. Ja, da wird der Plattformanbieter auch ein bisschen freigestellt. Kann man auch verstehen, wenn der Plattformanbieter hier die Aufgabe einer Streitentscheidungsschlichtung macht, dann muss man ihm auch das Haftungsprivileg zubilligen, das Streitentscheider grundsätzlich in diesen Konstellationen haben. Also dieses ganze System, was ich Ihnen zeige, was ziemlich kompliziert aussieht, was in der Praxis auch nicht unkompliziert ist, ist alleine dazu da, um diese Grundrechtskollision aufzulösen. Es ist also der Versuch des deutschen Gesetzgebers, bei Content, wo eine gewisse technische Wahrscheinlichkeit besteht, wo ich also mit technischen Mitteln überprüfen kann, dass hier eine solche Wahrscheinlichkeit besteht, dass es von der gesetzlichen Nutzungserlaubnis erfasst wird, dass dieser Content vorübergehend zugänglich gemacht werden soll. Der deutsche Gesetzgeber hat sich also in der Kollision, was tun wir für den Zeitrahmen der Unsicherheit, hat sich im Vorrang für die Meinungsfreiheit entschieden und hat sich anders, als es Frankreich getan hat, Frankreich hat sich ganz klar im Vorrang für das Urheberrecht entschieden. Wir werden sehen, was der Europäische Gerichtshof macht, ja, welches Modell er bevorzugen wird. Was Notice und Takedown betrifft, gibt es keine Besonderheiten. Der Paragraph 8 klärt das, die Voraussetzungen, die da einzuhalten sind, die hier der Diensteanbieter zu berücksichtigen hat. Das ist im Großen und Ganzen relativ klar. Der hat eben auch diesen Inhalt runterzunehmen, sicherzustellen, dass er unten bleibt. Und auch hier habe ich, und das ist ganz spannend, der Paragraph 8 Absatz 2 sagt, dass bestimmte Vorschriften, was nämlich die erlaubten Nutzungen betrifft, die sind hier entsprechend anzuwenden. Also wenn ich hier im Stay-Down Filtertechnologien anwende, müssen die Filtertechnologien den genauen Voraussetzungen genügen, wie wir sie oben schon diskutiert haben. Ja. Mutmaßlich erlaubte Nutzungen dürfen dann wieder hochgeladen werden. Ja. So viel also die Situation des UrDAG. Schauen wir uns noch mal kurz die Rechtsbehelfe an. Das regelt das UrDAG ziemlich ausführlich. Wir haben erstmal ein internes, nach Wahl des Diensteanbieters auch auf einen Drittanbieter auszulagendes Beschwerdeverfahren. Das ist als Pflicht des Diensteanbieters ausgestaltet, ist allerdings für Rechteinhaber und Nutzer freiwillig. Alle, die eine Beschwerde einlegen, also wenn also Nutzer und Rechteinhaber sich beteiligen in so einer Beschwerde, dann müssen sie das begründen. Sie haben also eine Begründungspflicht. Der Diensteinhaber hat dann eine Mitteilungspflicht und die Möglichkeit, den anderen Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Das muss alles relativ schnell erfolgen, weil das innerhalb von einer Woche zu entscheiden hat. Ja? Für den Zeitraum nach dieser Woche, nach Ablauf dieser Wochenfrist oder bis zur Entscheidung, wenn die Entscheidung später fällt, haftet die Plattform nur bei schuldhaftem Verstoß gegen die Pflichten aus dem Paragraph 14. Wie sieht es mit sonstigem Rechtsschutz aus? Der Nutzer kann gegen den Diensteanbieter vorgehen individuell.
die Blockade von gesetzlich erlaubten Nutzungen ist ein Mangel des Vertrages der Zugänglichmachung von digitalen Dienstleistungen. Da haftet man individuell auf Minderung, Schadensersatz und Rücktritt. Nun ist es wahrscheinlich Google relativ egal, ob es einen Nutzer weniger hat oder mehr. Aber die Minderungspflicht oder die Schadensersatzpflicht, die könnte schon ganz empfindlich sein, die Plattform hier trifft. Und die Plattform ist ausgesetzt einer Verbandsklage. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Plattformen nicht sagen, im Konflikt zwischen Nutzer und Rechteinhaber, wer nervt mehr, wer ist hier sozusagen derjenige, der mich mehr Zeit, Kraft und Geld kostet, im Zweifel der Rechteinhaber, also sperre ich mal lieber. Ja? Um genau dieses Verfahren, diese Gefahren des Overblocking auszuschließen, habe ich hier ein Instrument des kollektiven Rechtsschutzes. Da wurde intensiv dafür geworben im Vorfeld, auch meine Kollegin Luisa Specht hat das gemacht. Das hat sich im Gesetzgebungsverfahren durchgesetzt. Wie sieht es aus gegen Ansprüche des Rechteinhabers? Sowohl der Diensteanbieter wie auch die Plattformanbieterin, die beide haben hier Schadensersatzansprüche, und das ist wirklich, glaube ich, ganz interessant, Schadensersatzansprüche gegen den Rechteinhaber, wenn der Rechteinhaber nämlich, wie es in § 18 heißt, ich hole mir schnell mal die Norm raus, in § 18 Absatz 2 verlangt ein vermeintlicher Rechtsinhaber vorsätzlich oder fahrlässig von den Diensteanbietern die Blockierung eines fremden Werkes als eigenes Werk oder eines gemeinfreien Werkes, so ist er dem Diensteanbieter zum Schadensersatz verpflichtet. Also der Rechteinhaber haftet nicht, wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt, ob etwas von einer Schranke erfasst wird oder nicht. Der Rechteinhaber haftet allerdings, wenn er fremde Rechte geltend macht oder gemeinfreie Rechte geltend macht. Also bitte Lizenzmanagement von Rechteinhabern, das wird jetzt hier relevant, weil sie einen Schadensersatzanspruch ausgesetzt sind. Fünfter und letzter Punkt. Und dann öffne ich vielleicht das Forum für ein paar Fragen. Fünfter und letzter Punkt. Ist das ein nationaler Alleingang? Wir haben hier ja, das habe ich Ihnen gesagt, Frankreich hat sich für ein anderes Modell entschieden. Und in der Diskussion, so auch bei der Tagung des IUM im Mai, da hat Kollege Nordemann vorgetragen und hat gesagt, hier, der deutsche Gesetzgeber findet hier nationalen Alleingang. Und Tobias Luzzi, das ist ein Kollege, der sich in Köln habilitiert, im Bereich internationales Privatrecht, Recht des geistigen Eigentums, der findet das auch. Und der hat hier, ich habe Ihnen deshalb einen Ausschnitt aus der LTO abgedruckt, der hat gesagt, na, was wir hier als mutmaßliche Nutzung, wo wir den Diensteanbieter verpflichten, etwas zugänglich zu machen, weil es eine Nutzung ist, das ist in einem anderen Mitgliedstaat von einer Sperrenordnung erfasst. Das heißt, ein Diensteanbieter ist hier unterschiedlichen Regelungsinstrumentarien ausgesetzt. Ja? Wir haben also hier unterschiedliche Instrumentarien. Und dann sagt er hier, deshalb könnten die Diensteanbieter versucht sein, pauschal die strengsten Regelungen durchzusetzen. Nein, das werden sie nicht, weil wir hier kollektiven Rechtsschutz haben. Ja? Da wird es die Userverbände geben. Das wird in Deutschland nicht passieren. Da hat der Kollege das URDAG nicht aufmerksam genug gelesen. Die zweite Variante ist es, ja, wie geht es denn jetzt hier? Möglicherweise werden die Diensteanbieter dann Geoblocking machen. Sie werden eben bestimmte Inhalte, die in Frankreich gesperrt sind, die in Deutschland aber von § 9 und 10 erlaubt werden, eben nur für deutsche User zugänglich machen. Das ist jetzt nicht ideal für eine europäische Umsetzung. Das stimmt. Das ist nicht ideal. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, es gibt nur zwei unterschiedliche Modelle. Die Richtlinie, das ist hoffentlich klar geworden, die Richtlinie gibt eben nicht vor, ob erst gesperrt werden muss und dann entschieden werden muss, oder ob man schon mutmaßlich hochladen kann und Content hochgeladen haben kann, bis es zu einer Entscheidung kommt. Das gibt die Richtlinie nicht vor. Wer anderes behauptet, legt der Richtlinie was ein, was im Text der Richtlinie nicht drinsteht. Und das Zweite ist, selbst wenn man das so interpretieren möchte, habe ich da eine Kollision mit den europäischen Grundrechten, die ich bei der Interpretation der Richtlinie berücksichtigen muss. Also die Richtlinie lässt genau diese Frage offen. Möglicherweise wird die Europäische Kommission, sie hat es ja schon im letzten Jahr, ein informelles Dokument gemacht. Nach Artikel 17 ist die Kommission verpflichtet, Leitlinien zur Handhabung des Artikel 17 vorzubereiten. Die Kommission wird sicher darauf warten, bis der Generalanwalt hier bestimmt seine Stellungnahme abgegeben hat im polnischen Verfahren. Und dann scheint es so zu sein, dass die Kommission ihre Stellungnahme im polnischen Verfahren umsetzen wird in hier diese Leitlinien, sodass es am Ende sehr gut sein kann, dass das deutsche Modell
das ist, an dem hier sich die Ausgestaltung von Artikel 17 orientiert. Jedenfalls ist es im Zeitpunkt heute aus meiner Sicht nicht falsch, sondern im Gegenteil vielleicht auch die Aufgabe des nationalen Gesetzgebers, eine Norm, die Spielraum lässt und die gerade die zentrale Frage offen lässt, bei mutmaßlich erlaubten Inhalten, wie gehen wir damit um, sperren und nachher kontrollieren oder erstmal zugänglich machen und nachher kontrollieren, dass man hier eine Entscheidung trifft. Das halte ich für richtig, dass diese Entscheidung von politisch-demokratisch legitimierten Gesetzgeber getroffen wird. Aber wir werden sehen, was der Europäische Gerichtshof draus macht, wir sehen, was die Gerichte draus machen. Ich bedanke mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit.